So Leute, willkommen zurück auf Dreamflight Disc Golf. Heute sind wir wieder hier in unserem Park. Und was machen wir heute? Wir haben uns heute mal überlegt, dass wir die Simon Lizotte Challenge machen. Das heißt, wir fangen bei 10 Feet an und müssen immer den Korb treffen, also müssen quasi immer einen Ass werfen. Und jedes Mal, wenn wir den Korb treffen, gehen wir 10 Feet zurück. Das sind circa 3,3 Meter. Und wir haben dafür eine Stunde Zeit, jeweils. Wir machen es beide nacheinander und gucken mal, wer vielleicht weiterkommt, wie weit wir generell kommen. Und ja. Genau, wir hatten das ja schon mal, wie lange ist das her? Schon ungefähr ein Jahr her, oder? Wie weit sind wir da gekommen? Ich glaube knapp über 100, aber da hatten wir auch, also jetzt haben wir einen geileren Korb dabei. Genau, also ja. Ein Discatcher, damit muss es klappen. Schreibt mal in den Kommentaren rein, was ihr schätzt, wie weit wir kommen. Und wer von uns beiden weiterkommen könnte, was ihr da so denkt. Ansonsten? Let's go, wer fängt an? Let's go. Achso, ja, machen wir Schnick, Schnack, Schnuck, oder? Wer anfängt? Oder wir können auch Scheibe werfen. Lass Schnick, Schnack, Schnuck machen. Und der Gewinner fängt an, okay? Okay, alles klar. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Alright, ich fange an. Tom fängt an. Let's go. Oh, fuck. Nein. Das waren 40. Yes! Ich hab grad die Kamera einfach voll geil. Oh! Okay.
leicht. Come on. Sogar von rechts vorne. Hier rein. Gerade wo ich gesagt habe, ne? Come on, es müssen einfach noch ein paar rein. Come on jetzt. Komm, auf. Das ist doch nicht weit. Come on. Come on. Was soll ich noch machen, ey? Come on. Bitte. Bitte. Yes. Endlich, Alter. Wie lange habe ich gebraucht dafür? Oh. Come on. Yes. Noch ein paar geschafft. Gott sei Dank. Ich glaube, die paar habe ich verdient. Ich habe so viele Metall getroffen. Alter. Wo bist du jetzt am Ende? 20, 30, ich glaube, das waren 140 jetzt. Ja. An der 20 bin ich ewig gehangen. Aber jetzt. Wir können ja dann einblenden, wie viele Meter sind. Ja. Okay, dann mach ich Stopp. Oh. Okay, beim heutigen Pro-Tipp geht es um Annäherung. Ein Fehler, den man ganz oft bei Leuten sieht, gerade bei Annäherung bis, sagen wir mal, 40 Metern oder so. Ich meine, das ist ja kein großer Aufwand, diese 40 Meter zu werfen. Das heißt, wir müssen auch nicht den ganzen Körper dafür einsetzen. Was bedeutet das? Sprich, wir müssen nicht den ganzen Reachback machen, den wir normal machen müssten. Dabei drehen wir die Schultern nach hinten und nehmen unseren Blick weg vom Korb. Und das ist eigentlich ungünstig bei Annäherung. Dabei, das reicht normalerweise, dass wir unseren Blick immer noch zum Korb behalten und
wir müssen eigentlich gar nicht weiter weg. Es reicht normalerweise, wenn wir von hier kommen und dann einfach die normale Wurfbewegung von hier machen. Eine Sache noch, was dabei wichtig ist, geht mit dem Ellenbogen vor. Dadurch, dass wir mit dem Ellenbogen vorgehen, haben wir die Scheibe viel besser hier unter Kontrolle, als wenn wir jetzt quasi nur den hier machen würden. Das muss jeder für sich selbst ausprobieren, aber testet das mal aus und geht mal aufs Feld. Das hilft auf jeden Fall. Ja, da haben wir auch eine viel bessere Distanzkontrolle, wenn wir ein bisschen weniger machen. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich bin schon ganz kaputt. Ich habe noch nicht mal eine Scheibe geworfen. Aber wir gucken mal, ob ich dich besiegen kann, Tom. Let's go. Ja. Oh nein. Dann kann ich wenigstens mal die Tasche holen. Fuck, wo war ich? Hier, oder? Guck mal, wie viele drin sind. Davor waren 5 drin. Wie viel? Okay. Also wie ihr gerade seht, hat Lukas aus Zimmer die gleiche Station gespielt. Tja, passiert. Viel ist schon rum. Alter, schon. Alright, jetzt machen wir mal einen rein. Der wäre geil gewesen. Mit Ankündigung. Ach, Alter, das ist echt schwer, ey. Und du denkst dir bei jedem dritten so, boah, der ist geil. Come on. Wenigstens Tom muss ich kriegen. Komm, komm. Ja. Ich glaube jetzt 100, ne? Alright, let's go.
Danke. Vortreffer 38 wahrscheinlich. Oh, die ist nice. Geh rein. Cash money. Ja, also die fliegt am straightesten von allen, ey. Kompass, come on. Die Kompass ist gut auf die Länge. Let's go. Ja, die Kompass, also. Let's go. Als ob. Come on. Let's go. Let's go, Alter. Guck mal meinen Finger an. Ich kann nicht mehr werfen. Tut weh. Ah. Die letzte Viertelstunde damit geworfen. Aber tut mir nicht alles für den Sieg. Wie viel? 160 hast du getroffen. Ich höre gerade, 160 habe ich getroffen. Das heißt, die letzte Station, bei der ich gerade war, waren 170. Ja, ich habe mir vorhin noch mal das Video von Simon angeguckt und ich muss sagen, Simon hatte, glaube ich, nur 150. Naja, cool. Ne? Also. Alter, jetzt noch mal ein paar richtig geile am Ende. Ja, okay, geil. Du führst jetzt leider schon 2-0 mit den Challenges. aber ich glaube, ganz gute Leistung von uns beiden heute. Auf jeden Fall. Also wir hatten beide unendlich viele Korbtreffer. Am Ende des Tages ist es halt bei so einer Challenge Glück. Ja, also gerade hier bei, auf wie viel Meter sind wir hier? 40, 50 Meter. Da gehört Glück dazu. Ich hatte jetzt heute mehr Glück.
Mal gucken, vielleicht beim nächsten Mal wäre es ganz gut, wenn du mal gewinnst. Ja, sehe ich auch so. Aber naja. Verdient. Dankeschön. Gebe ich dir. Ja, die Challenge hat voll Bock gemacht. Wie gesagt, wir haben die vor einem Jahr schon mal gemacht, da waren wir deutlich schlechter. Probiert die gerne auch zu Hause aus. Es ist auf jeden Fall eine super Annäherungsübung. Ja. Also macht die einmal und dann nähert ihr jede Scheibe perfekt an den Korb an und müsst eigentlich gar nicht mehr putten. Und es ist auch eine ganz gute Konditionsübung. Also ja, das man auch. Kommt auf jeden Fall ein bisschen ins Schwitzen. Also wir sind komplett außer Atem, nass geschwitzt und komplett fertig. Und ja, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Ja, das war unser Video, das war unsere Challenge. Wenn es euch gefallen hat, liked wieder, abonniert uns, damit ihr nichts mehr verpasst. Schreibt einen Kommentar. Ich hoffe generell, dass ihr einen Kommentar geschrieben habt. Mal gucken, wie viele gesagt haben, dass Tom gewinnt, wie viele gesagt haben, dass ich gewinne. Ja, mal schauen. Und wir haben einen Facebook- und Insta-Account erstellt. Genau, Dreamflight Disc Golf, jetzt auf Facebook, auf Instagram. Schaut rein, wir verlinken es euch unten und abonniert uns auch da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, oder? Video. Perfekt, alright. Ciao.